So, servus zusammen. Nachdem wir ja den Versuch mit Natrium und Wasser gemacht haben, müssen wir jetzt klären, was da so chemisch abgegangen ist. Das mit allen wichtigen Reaktionsgleichungen kommt jetzt. So, also nochmal eine kleine Zusammenfassung von unserem Versuch. Wir haben elementares Natrium in einer Schale mit Wasser und Phenolphthalein gegeben. Das Natriumstück saust dabei über das Wasser und hinterlässt eine pinke Spur in der Lösung. Aber was passiert da und warum? Es handelt sich hier um eine Redoxreaktion von Natrium und Wasser. Also Elektronen werden hierbei übertragen. Natrium ist ein unedles Metall, das bedeutet, es gibt sein eines Außenelektron sehr leicht ab. Damit sind wir hier bei der Elektronenabgabe, also der Oxidation. Aus dem Natrium wird dadurch Na+, also das Natriumion. Durch die Abgabe erreicht Natrium somit eine Edelgaskonfiguration. Also alles super. Wenn das Natrium Elektronen abgibt, dann muss das Wasser die Elektronen aufnehmen. Also haben wir in der Reduktion schon mal Wasser und Elektronen auf der linken Seite stehen. Um genauer zu sein, nehmen Protonen im Wasser, also die H+-Ionen, Elektronen auf und werden dadurch zu elementarem Wasserstoff. Aber wir wollen ja die Reaktion mit Wasser anschauen, nicht nur mit den Protonen. Eigentlich entsteht also immer noch Wasserstoff, aber dabei entstehen eben auch Hydroxidionen, also OH-. Nachdem wir jetzt die Reduktion und die Oxidation getrennt betrachtet haben, können wir sie auch zu einer gesamten Reaktionsgleichung zusammenfassen. Da steht dann nichts anderes als Natrium reagiert mit Wasser zu Natriumionen, Hydroxidionen und elementarem Wasserstoff. Der entstehende Wasserstoff ist auch dafür verantwortlich, dass das Natrium auf der Oberfläche so rumsaust. Es entsteht ja bei Kontakt mit Wasser ständig das Gas und drückt das Natriumstück dadurch nach oben. Den elementaren Wasserstoff könnte man jetzt auffangen und damit die Knallgasprobe durchführen. Wenn man zu viel Natrium nimmt, sammelt sich durch die Reaktion der Wasserstoff. Es durchmischt sich mit Sauerstoff aus der Luft und bildet ein Knallgasgemisch. Durch die Hitze des Natriums kann dieses Gemisch dann gezündet werden. Es kommt zu einer Explosion. Deshalb nimmt man hier auch nicht zu viel. Das Natrium wird übrigens warm und glüht, weil die Reaktion stark exotherm ist. Also durch die Reaktion wird das Natrium wärmer und leuchtet dann auch. Damit bleibt nur noch eine Sache zu erklären. Warum zum Geier färbt sich das Wasser unter dem Natrium pink? Findet es einfach die Farbe so hübsch oder was ist da los? Das hat jetzt mit unserem Phenolphthalein zu tun. Hierbei handelt es sich um einen Indikator, der im neutralen Bereich farblos, aber im alkalischen Bereich pink ist. Und wenn wir uns die Reaktionsgleichung anschauen, sehen wir auch, wo der hohe pH-Wert herkommt. Es entstehen Hydroxidionen bei der Reaktion. Die sind ja alkalisch und dadurch färbt sich der Indikator eben pink. Mehr zum Thema Indikatoren findet ihr hier, also unbedingt das Video anschauen.